Hi Vogue, ich bin Lena Gerke und ich zeige euch heute, was sich in den Tiefen meiner Tasche verbirgt. Nämlich einiges. Sie ist zwar klein, aber da passt verdammt viel rein tatsächlich. Also, schauen wir mal. Ich habe die Tasche übrigens von meinem Freund geschenkt bekommen letztes Jahr. Und ich liebe kleine Handtaschen, weil die sind praktisch. Man kann sie einfach überall mitnehmen. Und man hat immer beide Hände frei, wenn man sie so über die Schulter tragen kann. Also, was habe ich in meiner Handtasche? Ein Schnuller. Das ist der Sicherheitsschnuller, so nenne ich ihn. Meistens hat man ja oder gibt man seinem Kind eins, wenn man losgeht oder so. Und ich habe immer einen Sicherheitsschnuller bei mir in der Handtasche, falls irgendwelche Dramen passieren unterwegs oder so, dass ich wirklich diesen Schnuller noch habe. Und ich weiß, alles wird gut. Und das ist auch so schön, wenn man so am tagsüber irgendwie im Büro ist und man guckt in seine Handtasche und dann sieht man den kleinen Schnuller, dann freut man sich schon richtig auf zu Hause. Ah, auch passend zum Thema vielleicht. Eine Brustwarzensalbe in meiner Handtasche. Ja. Soll ich das einfach mal so stehen lassen? Nein, also tatsächlich benutze ich das aber als Lippenbalsam. Das ist nämlich richtig gut, das ist nämlich total natürlich. 100% Lanolin, also ultra reines Wollwachs. So, und das ist doch auch dann super für die Lippen. Nicht nur für die Brustwarzen. Brauche ich dann vielleicht wieder in, ja, ein paar Wochen. Natürlich mein Handy. Von vorne zeige ich es euch jetzt nicht, weil da ein Bild von meiner Tochter drauf ist. Und wir zeigen sie immer nur von hinten, weil wir ihre Privatsphäre schützen wollen. Und ich muss sagen, letzte Woche ist dieses Handy gecrashed. Ich habe keine Ahnung wie, aber mittlerweile ist hier sogar die eine Linse kaputt. Das heißt, ich kann seit gut einer Woche keine wirklichen Bilder mehr machen und keine Videos. Ich muss immer jemanden fragen, ob ich deren Handykamera benutzen kann. Aber ich warte, bis das Neue rauskommt. Deswegen habe ich mir jetzt noch kein neues geholt. Und jetzt kriege ich gerade das nächste Ereignis, vorausgesagt, in einer halben Stunde muss ich nämlich in den nächsten Termin. So, deswegen sollten wir uns jetzt beeilen mit unserer Tasche, mit meiner Tasche. Dann habe ich immer dabei eine Sonnenbrille, meine Shades, falls es mal ein bisschen zu sonnig wird hier drin. Das sind tatsächlich auch meine Lieblingssonnenbrille. Prada, klassisches Modell, schwarz, passt zu allem, geht immer und macht irgendwie jeden Look, finde ich, noch einen Tick cooler. Was ich ja auch immer jeden Tag nehmen muss, seit ein paar Monaten zumindest, Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft, muss man ja das ein oder andere zu sich mehr nehmen, was man wahrscheinlich durch die Ernährung heutzutage nicht mehr bekommt. Und deswegen habe ich hier immer mein Pulver, das muss ich jeden Tag trinken und noch ein paar Kapseln. Aber ich bin eine ganz schlechte Tablettenschluckerin. Ich kann das gar nicht und finde das furchtbar. Das graut mich jeden Tag, diese Tabletten zu schlucken. Deswegen habe ich auch die meisten Sachen in diesem Granulat drin. Ja, weil Tabletten, das ist irgendwie nicht so meins. Das schmeckt tatsächlich auch total lecker. Ich liebe das. Das ist jetzt so wie so ein Multivitamingetränk. Auch ein bisschen zuckrig und süß. Deswegen, I like it. Und ich habe schon überlegt, ob ich es vielleicht, nachdem ich das Kind bekomme, einfach weiternehme, weil es so lecker schmeckt. Und warum auch nicht? Es sind Vitamine. Egal, ob man schwanger ist oder nicht. Ist immer gut. So, was habe ich noch hier drin? Ah ja, genau. Doch, das habe ich hier drin. Das sind Tabletten und zwar kleine Daosin-Tabletten und zwar gegen Histaminunverträglichkeit. Das habe ich leicht, deswegen habe ich es immer mal da und ich war natürlich vor meiner Schwangerschaft eine große Rotweintrinkerin. Ich liebe Rotwein zu trinken und da ist sehr, sehr, sehr viel Histamin drin. Deswegen habe ich davor immer ein paar Tabletten genommen, damit es mir am nächsten Tag nicht ganz so schlecht geht. So kleine Hilfsmittelchen, die man halt immer mal dabei hat, falls man mal schnell einen Rotwein zwischendurch trinkt in der Handtasche. Okidoki. Ich mache mal weiter vielleicht mit den Sachen, die wahrscheinlich in jeder Handtasche drin sind. Und das ist mein Kartenetui. Ich muss sagen, ich habe kein Portemonnaie, weil wie soll in diese kleine Handtasche noch ein Portemonnaie passen? Ich habe dieses Kartenetui Gott sei Dank von meiner Agentin geschenkt bekommen. Und ich bin sehr happy darüber, weil davor flogen die Karten einfach bei mir so in meiner Tasche rum. Das ist irgendwie praktisch und klein und es passt natürlich zu meinem Outfit. Das ist auch ganz wichtig. Ich stimme immer mein Outfit mit meinem Kartenetui ab. Nicht. Was habe ich noch hier so drin? Oh, es ist echt chaotisch, wenn ihr hier einen Blick reinwerfen würdet. Gott sei Dank steht ihr nur da mit eurer Kamera. Ich fahre sehr gerne Auto. Ich bin auch hier heute mit dem Auto hingefahren. Ich fahre gerade noch ein Hybrid, aber werde jetzt komplett auf E-Auto umsteigen in 2 Wochen. Ich glaube, seitdem ich ein Kind habe, ist mir das schon sehr wichtig. Und ich achte darauf, dass ich halt in meinem Alltag so nachhaltig wie möglich leben kann. Und dazu gehört für mich auch Autofahren. In ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich alle nur noch E-Autos fahren. Aber jetzt finde ich das irgendwie gut, da auch eine
A, eine Vorbildsfunktion zu haben für unsere Kids und versuche das einfach so in meinem Alltag zu integrieren, wie es geht, ja. Oh, ich sehe gerade, ich habe sogar zwei AirPods dabei. Ich bin niemand, der so wirklich wahnsinnig strukturiert ist. Deswegen kann das immer mal sein, dass einer davon leer ist und dann habe ich noch ein Backup. Tatsächlich ist aber auch nur Zufall, dass beide hier drin sind. Im Zweifel habe ich wahrscheinlich zu Hause schon den einen gesucht und wusste nicht, dass beide in dieser Tasche liegen. Als nächstes kommen, Kaugummis. Ich war mal richtig kaugummisüchtig, muss ich sagen. Und jetzt habe ich das ein bisschen reduziert, aber ich habe trotzdem immer eins dabei, weil es immer wichtig, ne, mit dem frischen Atem und so. Ich habe noch was von meiner Tochter hier in dieser Tasche. Und zwar fliegen hier einige Haarbänder rum. Ich liebe es nämlich auch, meiner Tochter so Zöpfchen zu machen. Sie nicht so sehr leider. Sie hat ja sehr wilde Locken. Die zu bändigen sind gar nicht so einfach. Und es ist eigentlich immer besser, wenn man ihr Zöpfchen macht, weil die Haare dann nicht so verknoten über den Tag. Naja, auf jeden Fall habe ich die immer hier drin. Warum, weiß ich auch nicht. Im Zweifel zieht sie dann auch einfach nach einer Stunde aus und dann landen sie in meiner Tasche. Parfum. Ich finde es nämlich wichtig, dass man immer gut riecht. Und das ist wie so ein Accessoire, was man sich, ja, wenn als Bierz würde ich mir meine Ohrringe zum Outfit anziehen, sprühe ich mir irgendwie mein Parfum hinterher drauf und habe dann immer was dabei, damit man zwischendurch auch weiterhin gut riecht. Dann habe ich noch, guck mal, die habe ich schon gesucht. Eine Kette hier drin. Warum, weiß ich nicht. Die habe ich im Zweifel irgendwann mal ausgezogen, da reingepackt und dann ist sie da einfach ein paar Wochen drin. Ich habe diese Kette aber sehr viel getragen auf Ibiza und ich liebe die. Die ist irgendwie total cute. Ich glaube, ich habe sie sogar auf Ibiza gekauft. Ja, das ist ein cooles Sommerpiece. Ich glaube, im nächsten Jahr kann ich die auch noch tragen. Dann, was ich immer dabei habe, Leute. Immer, 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 immer. Lip Liner. Ich liebe Lip Liner. Egal wo ich bin, ich ziehe mir auch irgendwie ein paar Mal am Tag die Lippen nach, weil ich das einfach liebe, weil das so fresh macht. Und ohne Lip Liner und Lippenstift sehe ich oft so müde aus und irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl. Ich habe hier meistens immer noch ein paar mehr drin rumfliegen. Ah ja, guck mal, ich habe hier sogar noch einen, den ich neu gekauft habe und noch nicht ausgepackt habe. Habe ich vergessen. Also ich probiere da auch ganz gerne aus, aber eigentlich habe ich so meine zwei Favoriten, die ich immer nutze und immer dabei habe. Und davon habe ich, glaube ich, 20. Und ich habe die verteilt in all meinen Handtaschen und Kosmetikbeuteln und überall findet sich irgendwie so ein Lip Liner. Und dazu passend den passenden Lipgloss, weil irgendwie kriege ich auch schnell trockene Lippen mit nur Lip Liner und dann ist das irgendwie ganz gut. Ah ja, guck mal, was versteckt sich hier nochmal? Ein paar Kaugummis und ein paar Ohrringe. Kann man halt auch einfach mal in der Handtasche haben, falls man zwischenzeitlich mal wechseln möchte am Tag. Also wie ihr seht, ich ziehe meine Ohrringe an und aus, meine Ketten an und aus, weil meine Tochter auch oft daran reißt. Und dann, wenn ich mit ihr bin, lege ich eigentlich viele Sachen ab, damit ich mich selber nicht verletze. Und das war es eigentlich auch schon. Das ist alles in dieser kleinen Handtasche gewesen. Ich habe das Gefühl, da waren jetzt 50 Teile drin. Man würde das nicht vermuten, oder? Von außen so, dass das alles da reinpasst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr alle meine und kennt ihr alle meine Geheimnisse. Und ihr könnt euch natürlich noch viel, viel mehr Videos anschauen. Viel Spaß dabei. Und ich glaube, ich packe jetzt einfach wieder ein. Das ist wirklich viel gewesen. Kriege ich sie noch zu? Yes! Right?